Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch aus Slowenien. Es ist einfach wunderbar hier. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Den Kuschelpulli habe ich nur an, weil ich morgens, wenn ich aus dem Bett steige, es gern ein bisschen kuscheliger habe. Aber es ist wirklich warm hier. Ich habe kurze Hosen an und den ziehe ich bestimmt auch gleich wieder aus. Und es ist einfach so wunderbar hier. Für mich die Schweiz des Balkans. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Ich war gerade mal schauen, wie es da hinten aussieht. Da ist es echt tief, also tiefer als das Mensch stehen kann. So ein richtiger kleiner Pool mit ganz vielen Wirbeln. Und da wird es wieder flacher. Wir haben Besuch bekommen. Hier will einer Wasser. Will einer Wasser holen. Tschüss. Die anderen Camper mussten ihr Auto wegfahren, sonst wäre er nicht herangekommen. Hab ich mit meinem Plätzchen echt Glück gehabt, weil die mussten ihren Platz räumen und können jetzt nicht frühstücken, weil der kommt wahrscheinlich nochmal. Die haben hier gestanden an der großen Fläche. Logarska Dolina oder auch kurz das Logartal genannt, liegt in den Kamnik-Alpen ganz im Norden von Slowenien an der Grenze zu Österreich. Das Logartal ist ca. 7 Kilometer lang und 260 Meter breit. Es wird umringt von einigen 2000ern. Ich will jetzt den Logarska Dolina Nationalpark betreten. Das kostet natürlich Geld. Ich befinde mich jetzt hier unten an der Straße und will durch das ganze Tal wandern. Muss man Eintritt zahlen? Auf jeden Fall, wenn man mit dem Auto fährt. Mal sehen, ob ich auch Eintritt zahlen muss zu Fuß. Hinter diesem Haus ist mein Parkplatz und schaut euch doch mal diesen Ausblick an. Schade, dass es heute wolkig ist. Was für eine Kulisse! Ich freue mich so. Im Tal findet ihr saftige Wiesen, Wasserfälle, Quellen, Hotels, Gasthöfe, Bauernhöfe, schottisches Vieh und vieles, vieles mehr. Hier steht auch ein Auto an einem kleinen Fluss und ja, hier darf man aber nicht über Nacht parken, aber es wäre auch wunderschön hier.
hier und gucke so und denke, was bewegt sich denn da? Da liegen die glücklichen Kühe. Way back a year ago. Einmal Rundumblick bitte. Muss ich Weitwinkel machen, sonst sieht man die schönen Berge gar nicht. So, jetzt gibt es erstmal eine Stärkung. Und da ist meine Kulisse. Da wurde ich fürstlich bewirtet. Und jetzt geht es dahinter wieder auf den Wanderweg. Nur mal als Hinweis, wer da mal diese Berge erklimmen möchte. Oh, sieht man gar nicht. Also, wer diese Berge da mal erklimmen möchte hinter mir, der kann hier in dieses Tal reinfahren. Das kostet ein paar Euro. Ich weiß nicht, wie viel. Ich kann nachher fragen. Und bis ans andere Ende des Tals fahren. Dort gibt es noch einen Parkplatz. Und dann kann man da hochsteigen. Der höchste von diesen Gipfeln ist 2350 Meter hoch. Hier gibt es auch viele schöne blühende Gewächse. Und noch ganz andere alpine Pflanzen. Übrigens ist der Weg locker mit Flipflops zu schaffen. Also das ist gar kein Problem. Man muss ja noch nicht alpin sein. Oh, lecker. Schaut mal. Der Weg ist übrigens fantastisch. Schaut mal. So sieht der aus. Hier ist ein besonderes Exemplar von Wacholder. Das ist zu einem Baum gewachsen, weil es durch die umgrenzenden Bäume nicht genug Licht bekam. Und jetzt ist er so hoch geworden, der Wacholder, dass er da oben genug Licht hat. Es ist äußerst selten, dass Wacholder zu einem Baum wird. Darum haben die hier was drum gebaut, dass niemand den stört. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Things are not the same. Hier am Wegrand sind immer so eine Tafeln und hier steht zum Beispiel drauf, dass es viele Tiere hier im Wald gibt und hier die Gamsleitziege und auch andere kleinere Tiere, Rehe und so. Die warnen ihre Kinder, indem sie bellen oder schrille Töne von sich geben. Und Bären, Luchs und so weiter, die werden den Weg des Menschen vermeiden. Na, das wollen wir mal hoffen. Die Wege hier sind super gut ausgeschildert an jeder Weggabelung. Hier steht, wo der Weg weiterführt. Da lang. Hey, die Wolken verziehen sich. Wie schön. Hier sind tatsächlich einige Pensionen, wo es sich lohnen würde, mal herzukommen und Urlaub zu machen. Also macht euch auf! Und das ist der, der 2500 Meter hoch ist. Wahnsinn! Hä? Der kommt aus meinem Landkreis. Na, sagt ihr, versprochen ist versprochen. Natürlich muss ich auch mal das Dessert kosten. Mit diesem Ausblick. Also wenn ich das hier alles so sehe, da könnte man sich doch glatt mal eine Nacht im Hotel gönnen, oder? Nach meinem Kaffee und dem fetten Apfelstrudel mit Eis habe ich jetzt noch mal eine kleine Wanderung gemacht zum Wasserfall. Hört ihr es? Und jetzt zeige ich es euch. Ist halt gerade nicht so viel Wasser da, ne? Also, er könnte hoch sein. Und von da oben kommt auch Wasser. Aber eben nicht so viel. Hier läuft auch noch ein kleiner Rinnsal. Aber ich denke mal, wenn das taut, dann geht's hier richtig zur Sache. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. Oh, ich kann einfach nicht anders. Ich muss mich immer wieder umdrehen und mir das Panorama hier betrachten.
Wahnsinn! Tschüss, du traumhafte Bergwelt. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change. Übrigens kann man hier ab 18 Uhr kostenlos rein. Normalerweise kostet das ja Maut. Und Wohnmobile dürfen dort im Park nicht übernachten. Aber ich habe ja kein Wohnmobil. Also theoretisch könnte ich jetzt hier reinfahren, wenn ich nicht so einen wunderbaren Platz hätte. Und könnte dort im Park übernachten, direkt an dem Wasserfall, an dem hinteren. So, mein neuer Stellplatz, darf ich ihn euch vorstellen? Ich habe einen eineminütigen Weg zum Fluss mit Sitzgruppe. Tada! Und Swimmingpool, wie man sieht. Wow, schaut doch mal. Und hier, das seht ihr jetzt nicht, da ist eine Wolke, davor ist ein riesiger Berg. Ich bin in Logarska Dolina und hier steht Venna, da seht ihr die offene Tür, fast so wie gestern Abend, bloß der Parkplatz ist etwas größer und hier stehen mehr Leute, ein Franzose, ein, der steht dahinter, dann das sind hier Schweizer, dahinter steht Venna. Und dahinter ein Slowene. Hört ihr das? Das hat sich die Natur heute verdient. Ich liege jetzt hier und schreibe einen neuen Blogbeitrag und liebe dieses Geräusch hier im Auto. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen und verfolgen, wie die Tour jetzt weitergeht? Dann abonniert den Kanal, Glocke nicht vergessen und bis bald! Through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.